Pyeongchang 2018. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele sind in vollem Gange. Die südkoreanische Kleinstadt liegt nur 80 Kilometer entfernt von der Grenze zu Kims Reich. Der Atomkonflikt mit Nordkorea hängt wie ein Damoklesschwert über dem sportlichen Großereignis. Der südkoreanische Verteidigungsminister befürchtet, dass der stalinistische Norden den Olympischen Spielen und den Paralympics einen fatalen Schlag versetzen könnte, nämlich dann, wenn Kim Jong-un kurz vor oder während der Spiele einen Raketentest oder auch einen Atomtest durchführen lässt. Deswegen sei es ratsam zu überlegen, ob man nicht die traditionellen südkoreanisch-amerikanischen Militärmanöver, die in der Regel zwischen Ende Februar und Anfang April stattfinden, verschiebt, einfach um den nordkoreanischen Diktator nicht zu provozieren. Über die Umgangsweise mit dem nordkoreanischen Diktator herrscht in Südkorea keine Einigkeit. Diese Demonstranten in Seoul fordern eine noch kompromisslosere Eindämmungspolitik. Ihnen ist die Gangart ihrer eigenen Regierung gegenüber Kim zu lasch. Ihr gehört in den Hintern getreten, verschwindet, fordert dieser Mann. Ein paar Straßen weiter ein ganz anderes Bild. Diese Menschen verlangen von der südkoreanischen Regierung und den USA Zurückhaltung gegenüber Kim Jong-un. Wir wollen keinen Krieg zwischen Süd- und Nordkorea. Wir wollen Frieden für dieses Land. Diese Frau hat ihr Rezept dabei. Friedliche Koexistenz steht hier. Doch das wird schwierig, denn Kims Regime basiert auf Säbelrasseln. Und genau dafür bieten die Olympischen Winterspiele in Südkorea eine nahezu ideale Kulisse. 포기하지 않습니다.